dem C4 Picasso hat Citroën für viel Aufsehen gesorgt. Ein derart extravagantes Design für einen Kompaktvan war wohl nicht mal von den Fans der Marke so erwartet worden. Doch Citroën wollte die Sachlichkeit eines Familienfahrzeuges möglichst außergewöhnlich verpacken und dies ist sehr gut gelungen. Der C4 Picasso ist modern, individuell und unverwechselbar. Dies ist nicht nur für Markenliebhaber erfreulich, sondern könnte auch genug solche Neukunden bringen, die auf Design Wert legen. Es ist aber nicht nur das Äußere, das den C4 Picasso so besonders macht. Abgesehen davon, dass der neue C4 Picasso mit 4,42 Meter etwas kürzer und um 140 Kilogramm leichter als der Vorgänger ist, bringt er innen mehr Platz und vor allem jede Menge Innendesign-Hingucker und Technik-Features. Es gibt also viel zu entdecken und es ist nicht ein Auto, in das man sich hineinsetzt und losfährt. Man sollte vorher einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen, will man all die unzähligen Funktionen auch nutzen. Ein wesentlicher Aspekt des C4 Picasso ist Glas. Mehr als 5 Quadratmeter Glasfläche erzeugen eine sehr helle und freundliche Atmosphäre. Markant ist die weit ins Dach hineingezogene Frontscheibe, die so manchen Blick zum Himmel ermöglicht. Auch ein großes Glasdach ist gegen Aufpreis vorhanden, inklusive elektrischem Sonnenrollo. Das Kofferraumvolumen ist bereits in Grundstellung beachtlich. 537 bzw. 630 Liter bei vorgeschobenen Rücksitzen passen da hinein. Bei umgelegten Sitzen sind es gar bis zu 1709 Liter. Die Ladefläche ist eben und unter dem Kofferraumboden gibt's noch weitere Verstaumöglichkeiten. Ablagen sind ohnehin reichlich vorhanden, etwa hier die große Box zwischen den Vordersitzen. Die Platzverhältnisse vorne und hinten sind großzügig, die Sitze komfortabel mit vielfältigen Möglichkeiten. Im Fond gibt es 3 gleich breite Einzelsitze, die in Neigung und Länge verstellbar sind. Hinten sind übrigens auch regulierbare Luftaustrittsdüsen sowie Ablagetische mit Beleuchtung und Haltevorrichtungen vorhanden. Die Vordersitze sind auch mit allerlei elektrischen Features zu haben, etwa Massage- oder Memory-Funktion sowie Unterschenkelunterstützung für den Beifahrer. Ein angenehmes Feature, vor allem auf längeren Strecken. So aufgeräumt das Cockpit auf den ersten Blick aussieht, so umfangreich sind die Möglichkeiten im Detail. Das auf 2 Ebenen aufgeteilte und zentral angeordnete Armaturenbrett enthält einen großen 12 Zoll Panoramabildschirm sowie einen darunterliegenden 7 Zoll Touchscreen. Entsprechend reichhaltig auch das Info- und Multimedia-Angebot sowie die Auswahl an Assistenzsystemen, etwa aktiver Tempomat mit Abstandsradar. Über den 7 Zoll Touchscreen steuert man alle Funktionen des Fahrzeuges, etwa Klimaanlage, Navigationssystem, Audioanlage, Telefon, Fahrhilfen oder verbundene Dienste. Der 12 Zoll Panoramaschirm zeigt die wesentlichen Fahrinformationen an und kann vom Fahrer individuell konfiguriert werden. Angetrieben wurde der Testwagen vom 1,6 Liter Benziner mit 156 PS. Der Motor beflügelt den C4 Picasso und erweist sich als angenehm kräftige Autobahnmotorisierung. Die Kraftübertragung erfolgt in dieser Variante über ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Im Test kamen wir auf einen durchaus vertretbaren Verbrauchswert von 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Vom Fahrverhalten her ist es ein typischer Citroën mit sehr komfortabel abgestimmtem Fahrwerk. Vielleicht für manche zu sänftenhaft, aber durchaus passend zu einem Familienauto. Wer also extravagantes Design, viel Platz und Citroën-typischen Komfort sowie Technik-Features schätzt, wird mit dem C4 Picasso wohl glücklich werden. Noch dazu, wo die Einstiegspreise für den 120 PS Benziner bei rund 20.000 Euro durchaus im Rahmen sind. Wer Vollausstattung und mehr Leistung oder Dieselantrieb will, muss entsprechend drauflegen. Das Topmodell kostet rund 30.000 Euro.